Ja, moin Leute und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu interessanten Neuigkeiten rund um den Subway Sim Hamburg, denn die haben ein kleines, feines, ich sag jetzt mal, Entwicklertagebuch neuerdings wieder herausgebracht, rund um das bald bevorstehende Mega-Update, aber auch die Neuerung und darunter sind natürlich neue Infoanzeigen, den Input-System mit Controller-Support, neue Fahrzeuge, neue Signalsysteme und viele andere Dinge, auf die wir schon so ein bisschen reagiert und eingegangen sind. Jetzt das Neueste, was sie uns vorstellen und was mit dem Mega-Update kommen wird, ist nämlich eine schöne Neuerung. Allein schon deswegen, weil wir aktuell nur bisher die eine einzige Route haben in Hamburg, nämlich das neue Szenario-Modus kommt mit zum großen Update. Und dort schreiben die Entwickler Folgendes. Heute können wir euch die nächste große Neuerung im Subway Sim Mega-Update ankündigen. Den Szenario-Modus. In insgesamt 6 spannenden Szenarien mit insgesamt 240 Minuten Spielzeit werdet ihr verschiedene Situationen rund um die U3 erleben. Einen ersten Teaser seht ihr hier im Bild unten. Was ist aber eigentlich der Szenario-Modus? Im Szenario-Modus führen wir euch durch die interessanten Ereignisse rund um den Betrieb der Linien U3. Jedes Szenario hat eine Backstory und in eigenen Szenarien gibt es auch spezielle Durchsagen und Fundmeldungen für die Leitstelle. Das Besondere am Szenario-Modus ist, dass eine enge Abstimmung zwischen Umgebung, Szenario, Fahrplan und Stellwerk herrscht. Szenarien können zum Beispiel auch die KI-Verkehr auf der Strecke oder auf anderen Linien beeinflussen oder auch das Fahrgastaufkommen verändern. Im Rahmen der Szenarien können wir sogar Übergaben von Spielerzügen zur KI durchführen. Ein ganz spezielles Highlight ist natürlich das Gefahrensignal, das auch in einigen Szenarien eine Rolle spielen wird. Dank des völlig neu entwickelten Stellwerksystems, das wir ja auch schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ihr erinnert euch sicherlich an den Post dazu vor einigen Wochen. Können wir jetzt auch weit komplexere Abläufe darstellen. Dazu zählt zum Beispiel das Kuppeln und das Entkuppeln von Zügen, welches in einem Szenario vorkommt. Das Stellwerk muss hier nämlich den Sonderfall erkennen, dass eine Einfahrt auf einem belegten Gleis zulässig ist und zeigt dementsprechend auch nur Signalbegriff Vorrücken an. Außerdem kann der Ablauf eines Szenarios auch vorhersehen, dass man an bestimmten Stellen kehren muss. Auch eine spezielle Version der DT5, nämlich der im Graffiti verspielten Zug am Bild unten, kommt in ein Szenario vor. Es erwartet also jede Menge spannende Inhalte auf euch. Nähere Infos dazu folgen in Kürze. Ja, und wie gesagt, in den nächsten Wochen soll auch das Mega-Update kommen. Wir haben jetzt nur das eine Bild bekommen, das ist aber auch schon mal sehr vielversprechend. Ich kann mir darunter vorstellen, dass zum Beispiel wir aktuell gerade im Betrieb sind oder einer unserer KI-Kollegen und während der Fahrt auffällt oder quasi bei der Abfahrt, dass dieser Waggon mit Graffiti beschmiert ist und muss dementsprechend ausgetauscht werden. Und dementsprechend müssen wir vielleicht auf einen Abstellgleis, um diesen da zu entkoppeln oder abzukoppeln, um dementsprechend weiterzufahren, weil man es den Fahrgästen vielleicht nicht antun möchte. Ist immer allen so ein bisschen selbst überlassen, wie er es findet. Aber so könnte ich mir vielleicht da ein mögliches Szenario vorstellen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Das ist natürlich mal eine komplette Neuerung zu dem, was eigentlich Subway Sim Hamburg erst dargestellt hat. Einfach nur Linien von A nach B fahren, von der Haltestelle aus anfangen, wo ihr wollt, bis zu der Haltestelle fahren, wo ihr gerne hin möchtet. Und jetzt kriegen wir sogar einen Szenario-Modus. 6 Szenarien sollen erst einmal kommen mit 240 Minuten. Das heißt im Endeffekt 4 Stunden. Roundabout sind das also ungefähr 40 Minuten pro Szenario. Plus, minus 0 im Endeffekt. Ich bin gespannt. Also Mega-Update, wie gesagt, ist schon lange angekündigt. Es kommt immer mehr hinzu. Ich denke mal, das werden eine der letzten Neuerungen aber sein auf diesem Mega-Update. Wir haben, wie gesagt, ja schon einige Sachen jetzt hier aufgezählt. Die größten Neuerungen rund um das eigentliche Gameplay und Ingame-Material sind halt einfach wirklich dieser Szenario-Modus und dass wir einen neuen Zug erhalten. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich versuche euch da auf dem Laufenden zu halten. Sobald wir ein bisschen was genaueres wissen rund um den Release-Tag, werden wir natürlich auch mal separat dazu ein Vergleichsvideo machen. Das heißt, ich werde auch mal ein paar Aufnahmen machen zu der alten Version, zu der Vorgängermission und zu der Version mit dem neuesten Update. Von daher machen wir uns so ein bisschen bereit. Ich hoffe mal, nicht mehr allzu lang und dann kommt das Mega-Update. In diesem Sinne, macht's gut, habt ein wunderschönes Wochenende und Tschüssikowski.